Grüß Gott und hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Beterinnen und Beter. Herzlich willkommen zu unserem Live-Rosenkranz in der Osteroktav. Und wir beginnen mit dem Lied Ich vertraue auf dich. Ja, wir stehen in der Novene zur göttlichen Barmherzigkeit in der Osteroktav und wollen wieder den Himmel bestürmen mit dem Rosenkranzgebet. An der Hand der Mutter die göttliche Barmherzigkeit erflehen für uns selbst, für unser Land, ja für die ganze Welt. Wir wollen wieder alle eure Anliegen einschließen in unser gemeinsames Gebet. Alle, die jetzt in den Live-Chat schreiben und die sich auch bei uns gemeldet haben, alle Anliegen, die ihr im Herzen tragt, wollen wir jetzt der Mutter übergeben. Wir beten besonders heute für verstorbenen Bischof Vitus Huonda. Er ist heute Mittag heimgegangen um 14 Uhr in die Ewigkeit. Und auch für den Abt Notker Wolf, der heute verstorben ist. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Jemand schreibt, ich bitte um Gebet für einen Mann um Bekehrung und richtige Entscheidung für sein Berufsleben. Ich bitte um Gebet für eine langfristige Lösung in unserer beengten Wohnsituation. Eine Ordensfrau aus Graz bittet um Gebet, sie bekommt Chemotherapie. Ich bitte um Gebet wegen unserer Wohnung. Unsere Hausverwaltung beschuldigt uns für etwas, das wir nicht verursacht haben. Jemand anders bittet, die Wohnungen sollen, die Statuten geändert werden, betet, dass dies nicht geschieht. Wir beten für die Angehörigen eines demenzkranken Mannes, dass sie sein Eigenleben mit schwierigen emotionalen Ausbrüchen mit Trost und Zuversicht ertragen können.
Wir beten für einen 15-Jährigen, der auf einem Parkplatz angefahren und lebensgefährlich verletzt wurde. Für die Tochter einer Freundin. Sie ist wegen massiver Herzprobleme gerade auf dem Weg in die Notaufnahme. Eine Mitbeterin schreibt, ich habe eine schlimme Grippe. Bitte betet für mich und betet auch für meinen Mann. Wir beten auch für eine Freundin, die heute operiert worden ist, dass sie schnell genesen kann und bald wieder nach Hause kann. Ja, grüßen wir unseren Heiland, den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Stimmen wir gemeinsam ein. Der Heiland erstand, der Heiland erstand, die Nacht ist verschwunden, der Tod überwunden. Aus ewiger Quelle fließt Leben und Licht, und Mächte der Hölle erschrecken uns nicht. Halleluja, Halleluja. Der Morgen erwacht zu himmlischer Pracht, die Felsen erkrachen, es stürzen die Wachen. Und Jesus erstiehet vom Grabe empor, und herrlicher geht er siegreich hervor. Halleluja, Halleluja. Im Töne Gesang, voll Preis und voll Dank, verherrlicht, verklärt, als göttlich bewähret. Lebt Jesus nun wieder, der Heiland der Welt. Uns hat er als Zeugen und Erben bestellt. Halleluja, Halleluja. Wir wollen heute aus aktuellem Anlass zwischen den Gesetzchen die Botschaft betrachten, die Jesus der heiligen Schwester Maria Faustina geschenkt hat, vor knapp 100 Jahren. Wir sollten wissen, dass die Barmherzigkeit die größte Eigenschaft Gottes ist. Jesus, der über die menschgewordene Barmherzigkeit ist, wünscht deshalb ein Fest zu seiner Ehre, mit dem er ein unermessliches Geschenk verknüpft. So sagt er zu Schwester Faustina, ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. An diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Ja, wenn unsere Seelen, wenn unser Taufkleid schwarz wie Kohle wären, wenn wir an jenem Tag beichten und die heilige Kommunion empfangen, wird Gott sie weiß waschen wie Schnee. Das ist das unerhört Neue an dem Fest, dass Gott uns ein so einfaches Mittel schenkt, die vollkommene Taufunschuld wieder zu erlangen. Wie wichtig es dem Himmel um dieses Fest ist, hat uns wohl nicht zuletzt das Sterben
Johannes Paul II. Gezeigt. Als junger Mann im Zweiten Weltkrieg war er eingeteilt zur Arbeit im Steinbruch. Jeden Abend auf dem Heimweg kam er am Kloster der Schwester Faustina vorbei und betete dort vor dem Gnadenbild den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit. Als Bischof von Krakau dann war es seine Freude, den Prozess zu ihrer Heiligsprechung einzuleiten. Und schließlich als Papst im Jahre 2000 durfte er sie heilig sprechen. Sie sollte die erste Heilige des neuen Jahrtausends sein, weil er davon überzeugt war, dass das Licht der göttlichen Barmherzigkeit, das der Herr durch das Charisma von Schwester Faustina der Welt gleichsam zurückgeben wollte, den Weg der Menschen des dritten Jahrtausends erhellen wird. Als Zeitzeuge des dramatischen Bösen während des Zweiten Weltkrieges und der Grausamkeiten der totalitären Systeme schrieb er in seinem letzten Buch: Es war, als habe Christus durch Schwester Faustina begreiflich machen wollen, dass das Böse, dessen Urheber und Opfer der Mensch ist, an eine ihm gesetzte Grenze stößt. Und diese Grenze ist letztendlich die göttliche Barmherzigkeit. Als gleichsam göttliche Unterschrift unter diese Botschaft, die sein ganzes Pontifikat geprägt hat, mag uns die Tatsache gelten, dass er am Vorabend des Barmherzigkeitssonntags gestorben, ja, aufgebrochen ist ins Haus des Vaters. Am 2. April 2005, es waren gestern 19 Jahre. Und so wollen wir auch heute besonders unseren lieben Heiligen Johannes Paul anrufen. Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzündet.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Heiliger Papst Johannes Paul, bitte für uns. Heilige Schwester Faustina, bitte für uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Abgestiegen zu der Hölle, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ein Engel wälzte den Stein vom Grabe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Fürchtet euch nicht, er ist auferstanden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Welchen ihr die Sünde nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Noch am selben Tage wanderten zwei von ihnen nach Emmaus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Musste nicht Christus dies alles leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mein Herr und mein Gott, selig Thomas, die nicht sehen und doch glauben. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Es kommt die Stunde, da alle in den Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Heil der Kranken, bitte für sie. Wir hören Worte Jesu an die heilige Schwester Faustina. Mir gefällt es, den Menschen durch den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit alles zu schenken, worum sie mich bitten. Welch große Gnaden werde ich den Seelen verleihen, die diesen Rosenkranz beten werden. Das Innerste meiner Barmherzigkeit bewegt sich für diejenigen, die dieses Gebet beten. Wer auch immer ihn beten wird, der erfährt in seiner Todesstunde meine große Barmherzigkeit. Die Priester werden ihn den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Ich wünsche, dass die ganze Welt meine Barmherzigkeit kennt. Eine schwache, sündige Seele soll nicht fürchten, sich mir zu nahen, auch wenn sie mehr Sünden hätte, als Sand ist auf Erden. Die größten Sünder würden zu großer Heiligkeit gelangen, wollten sie nur meiner Barmherzigkeit vertrauen. Je größer der Sünder, desto größer sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Je mehr eine Seele vertraut, umso mehr bekommt sie. Rede zu mir über alles mit der Einfalt eines Kindes, denn mein Ohr und mein Herz sind dir zugeneigt und deine Sprache ist mir lieb. Ich überreiche den Menschen ein Gefäß, mit dem sie zur Quelle der Barmherzigkeit kommen sollen, um Gnaden zu schöpfen. Das Gefäß ist mein Bild mit der Unterschrift: Jesus,
ich vertraue auf dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Seht, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine zu bereiten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und er führte sie hinaus nach Bethanien. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und er hob seine Hände und segnete sie. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und segnend schied er von ihnen und fuhr zum Himmel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dort sitzet er zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und er lebt immer da, um für uns zu bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Königin des Friedens, bitte für uns. Jesus spricht weiter zur heiligen Schwester Faustina: Meine Tochter, tue, was in deiner Macht steht, um die Anbetung meiner Barmherzigkeit auszubreiten. Was dir fehlt, werde ich ergänzen. Sage der leidenden Menschheit, sie möge sich an mein barmherziges Herz schmiegen, und ich will sie mit Frieden erfüllen. Sage, meine Tochter, dass ich ganz Liebe und Barmherzigkeit bin. Wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, so glaubt wenigstens meinen Wunden. Meine Tochter, künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. An diesem Tag stehen die Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Alles, was existiert, ist im Inneren meiner Barmherzigkeit tiefer verborgen als das Kind im Schoße der Mutter. Ich erinnere dich daran, meine Tochter, dass du, so oft du die Uhr die dritte Stunde schlagen hörst, dich ganz in meine Barmherzigkeit versenkst. In dieser Stunde kannst du alles für dich selbst und für andere erbitten. Eine Stunde lang meine schmerzlichen Leiden zu betrachten, ist größerer Verdienst, als sich ein Jahr lang bis aufs Blut zu geißeln. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. In der Tat, im Wort und im Gebet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. So preist und verehrt die Seele meine Barmherzigkeit. Ja, der erste Sonntag nach Ostern ist das Fest der Barmherzigkeit. Aber es muss auch die Tat hinzukommen. Denn auch der stärkste Glaube hilft nichts ohne Taten. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie in der ganzen Ewigkeit durch keinen Verstand, weder von Menschen noch von Engeln ergründet werden kann.
Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit hinwendet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Die Apostel verharrten einmütig im Gebet mit Maria, der Mutter Jesu. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Da erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir beten zum Heiligen Geist mit seinen 7 Gaben, um die Gabe der Gottesfurcht. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe der Frömmigkeit. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe der Stärke. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe der Weisheit. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe des Verstandes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe des Rates. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe des Rates. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um die Gabe der Wissenschaft. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Wir hören Worte der heiligen Schwester Faustina an Jesus. O Herr, ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein. Möge deine unergründliche Barmherzigkeit durch mein Herz und meine Seele hindurch zum Nächsten gelangen. Hilf mir, Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, damit ich niemanden nach dem äußeren Anschein verdächtige und richte, sondern immer das Schöne in den Seelen meiner Nächsten sehe und ihnen zu Hilfe eile. Hilf mir, Herr, dass meine Ohren barmherzig hören, damit ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige und ihrem Leid und ihrer Klage gegenüber nicht gleichgültig bleibe. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine barmherzig und voll guter Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf mich nehme. Hilf mir, Herr, dass meine Füße barmherzig sind, damit sie meinem Nächsten immer zu Hilfe eilen, trotz meiner Müdigkeit und Erschöpfung. Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist und allen Leiden zugänglich. Ich will es niemandem verschließen, selbst jenen nicht, die meine Güte missbrauchen. Über eigene Leiden will ich schweigen und mich einschließen in dein heiligstes Herz. Möge deine Barmherzigkeit eine Ruhestätte in mir finden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Wir betrachten die Prüfungen der Gottesmutter und ihre Verklärung. Deine Seele wird ein Schwert durchbohren. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Frau, was habe ich mit dir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Mutter und Bruder und Schwester. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Frau, siehe da dein Sohn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria stirbt durch die Liebe zu Gott. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ihr Leib wird zu Grabe getragen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann vereinigt Jesus ihre Seele mit dem Leibe und nimmt sie glorreich in den Himmel auf. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die dich genährt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, du Makellose,
bitte für uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Jesus krönt seine Mutter zur Königin des Himmels. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Engel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Patriarchen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Propheten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Apostel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Märtyrer. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin der Jungfrauen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin, ohne Erbsünde empfangen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin des heiligen Rosenkranzes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir grüßen die Königin des Friedens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen.
es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ewiger Vater, durch die unbefleckten Hände Mariens, nimm an diesen Rosenkranz. Möge die Rosenkranzkönigin durch ihre Fürbitte ergänzen, was an unserem Gebet unvollkommen war. So werde es für dich, gütiger Vater, eine würdige Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Für unseren Papst Franziskus, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. Bevor wir jetzt die Anrufungen beten zur göttlichen Barmherzigkeit, singen wir gemeinsam: Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue mit Strahlen der Barmherzigkeit. Jesus, so trag ich dein Bild in meinem Herzen, von Anfang bis in Ewigkeit. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue. Dem schwersten Lebenslauf voller Reue einen Rosenkranz zu bieten, das hebt die Last der Sünde auf. Jesus, ich
Barmherzigkeit Gottes, du größte Eigenschaft des Schöpfers. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du unergründliche Liebe des Heilands. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du unbegreifliches Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Ausdruck seiner größten Macht. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du dich in der Erschaffung der himmlischen Geister offenbarst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns aus dem Nichts ins Sein berufst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du die ganze Welt umfassest. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns das unsterbliche Leben spendest. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns vor verdienten Strafen beschützest. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns vom Elend der Sünde befreist. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns in dem im Fleisch gewordenen Worte Rechtfertigung schenkst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du aus den Wunden Christi herabfließest. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du aus dem heiligsten Herzen Jesu quillst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns die heilige Jungfrau zur Mutter der Barmherzigkeit gegeben hast. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit in der Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit sichtbar in der Errichtung der weltumspannenden Kirche. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit offenbar in der Einsetzung der heiligen Sakramente. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit grenzenlos in der Spendung der Sakramente der Taufe und der Buße. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, unermesslich in den Sakramenten des Altars und der Priesterweihe. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns zum heiligen Glauben berufen hast. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du die Sünder bekehrst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du die Gerechten heiligst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du die Heiligen vervollkommnest. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Born der Hoffnung für die Kranken und Leidenden. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Trost und Hort der bedrückten Herzen. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Hoffnung der Verzweifelten. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du alle Menschen begleitest, immer und überall. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, die du uns mit Gnaden erfüllst. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Frieden der Sterbenden. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du himmlisches Entzücken der Erlösten. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Erfrischung und Linderung der Seelen im Fegefeuer. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, du Krone aller Heiligen. Wir vertrauen auf dich. Gottes Barmherzigkeit, unerschöpfliche Quelle der Wunder. Wir vertrauen auf dich. Ja, nützen wir dieses unendliche Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit. Beten wir nach Möglichkeit um 15 Uhr täglich den Barmherzigkeit-Rosenkranz, auf den so viele Verheißungen geschenkt wurden. Und bemühen wir uns auch, wenn es möglich ist, am Sonntag das Fest zur göttlichen Barmherzigkeit zu begehen.
In dem Verein, wo es nicht gefeiert wird, versuchen wir wenigstens zur heiligen Beichte zu gehen, wenn es möglich ist, die heilige Kommunion zu empfangen und am Nachmittag um 15 Uhr die Stunde der göttlichen Barmherzigkeit zu begehen, indem wir den Barmherzigkeit-Rosenkranz beten und die Leiden unseres Herrn betrachten. Jetzt wollen wir uns der Gottesmutter anvertrauen, mit all unseren Kranken, unseren Sorgenkindern und alle, die uns am Herzen liegen. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen in der Welt umherschleichen, durch die Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Wir bitten wieder um den Segen. Mögen die Priester, die jetzt mitgebetet haben, die ganze Gebetsgruppe segnen, besonders die Kranken, die Leidenden, die Sterbenden. So segne uns auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, auf die Fürsprache der heiligen Schwester Maria Faustina und des heiligen Johannes Paul II., der allmächtige und barmherzige Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Patronin voller Güte. Uns alle Zeit behüte. Ja, wir sagen wieder Dankeschön fürs Mitbeten, fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Am Samstag dran denken ist Herz Maria Sühne Samstag und dann am Sonntag das Hochfest der göttlichen Barmherzigkeit. Ja, und wenn in ihrer Nähe jetzt keine Möglichkeit ist, das Fest der göttlichen Barmherzigkeit so richtig zu feiern. Ja, es gibt in Aufhausen die Möglichkeit, genauere Hinweise bekommen Sie sicherlich auf der Webseite blut-christi.de und da können Sie weitere Informationen, wann es losgeht und die ganzen Festlichkeiten sind, wenn die Gottesdienste sind, sicherlich auch hier erfahren. Und ja, vielleicht sieht man sich ja auch, wie Gott will, so soll es sein. Und wir sagen wieder Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, fürs Mitbeten. Und ja, wir wurden auch schon darauf angesprochen, dass die Konzerte immer so weit weg sind bei manchen. Wenn wir, wenn Gott so will, wir kommen auch zu ihnen. Sie müssen es nur uns sagen oder auch einfach in die Hand nehmen, organisieren, dann sind wir auch bereit, ein Konzert bei Ihnen in Ihrer Pfarrei zu veranstalten. Das ist kein Problem. Und das nächste Konzert ist ja jetzt am 28. April in Weidhaus und das am 1. Mai in Freistadt bei Neumarkt. Also schauen Sie einfach auf die Webseite www.brigitte-träger.de. Freistadt muss ich noch ergänzen auf der Webseite, aber das geschieht morgen, wenn Gott so will. So, wir sagen Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dranbleiben
Und bis zum nächsten Mal sagen wir Servus für Gott und auf Wiederschauen. Ihre, eure Brigitte Träger. Und euer Siegfried. Macht's es gut. Für Gott. Ach, jetzt darf man noch singen. Stimmen wir freudig ein. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, freu dich, das Leid ist all dahin, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria, den du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, der Heiland liebt, den du gebarst. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Er ist erstanden von dem Tod. Freu dich, Maria. Wie er gesagt, der wahre Gott, Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Bitt Gott für uns, so wird's geschehen. Freu dich, Maria, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria. Für Gott. Ade.